Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute ein für mich neues Videoformat auf meinem Kanal. Ihr seht heute nämlich meine Leseliste für den Januar 2024. Ja, ich habe tatsächlich keine Ahnung, wann zuletzt mit einer Leseliste gearbeitet. Die letzten Jahre auf jeden Fall nicht, deswegen gab es das Format auch nicht auf meinem Kanal. Ich habe mir die letzten Jahre immer eher spontan irgendwie was ausgesucht, stand aber immer auch oft vor der Frage, dass ich überhaupt nicht wusste, was ich lesen soll, mich überhaupt nicht entscheiden konnte, dadurch irgendwie dann gar nicht so richtig gelesen habe, weil ich einfach keine Entscheidung treffen konnte. Und ja, jetzt habe ich mir für das neue Jahr überlegt, dass ich das gerne ändern möchte und ja, habe mir tatsächlich wieder eine Leseliste zusammengestellt. Größtenteils sind die Bücher tatsächlich per Zufallsprinzip auf der Liste gelandet. Ich habe mir nämlich die Rido-App runtergeladen. Ich denke, viele, viele von euch kennen die App oder haben die App und nutzen die auch schon. Ich bin ja eingefleischter Goodreads-App-Nutzer und das wird sich tatsächlich auch nicht ändern, obwohl ich jetzt Rido runtergeladen habe. Ich werde Goodreads auf jeden Fall weiterhin benutzen, weil ich da einfach sehr vertraut mit der App bin. Aber ich fand Rido jetzt nochmal ganz praktisch, weil ich in irgendeinem Video, genau, bei Franzi von den Büchern sehen, habe ich in ihrem Umzugsvlog gesehen, dass sie so super schnell mit der Rido-App ihren Stapel ungelesener Bücher eingescannt hat. Und da dachte ich mir, was für eine coole Idee, das mache ich auch, einfach um mal meinen gesamten Stapel ungelesener Bücher irgendwo eingetrackt zu haben. Und bei Goodreads war das irgendwie, also ich habe da auch zum Teil ungelesene Bücher, habe das aber immer nicht so regelmäßig dann eingepflegt, wusste dann jetzt überhaupt nicht, okay, welche Bücher sind da jetzt schon drin und welche noch nicht. Und dachte einfach, ich starte da mit Rido einfach ganz neu rein und habe im Prinzip all meine Bücher dort, also ungelesene Bücher dort eingetrackt. Das ging wirklich super schnell und super einfach, das muss ich wirklich sagen. Und was ich ganz besonders toll eben finde, dass man sich aus dieser Liste quasi, die man da erstellt hat für den Stapel ungelesener Bücher, übers Zufallsprinzip sich Bücher vorschlagen lassen kann. Und ich liebe es, Dinge über Zufallsentscheidungen oder Zufallsprinzip zu entscheiden. Und ja, dachte, das bietet sich total an für meine Leseliste. Und so sind die meisten dieser Bücher hier eben übers Zufallsprinzip auf der Liste gelandet. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich zeige euch jetzt die Bücher, die auf meiner Leseliste sind. Es sind insgesamt 16 Stück. Ich glaube nicht, dass ich die alle lesen werde. Und es ist auch nicht so in Stein gemeißelt. Das heißt, wenn ich jetzt total Lust auf ein Buch bekomme, was nicht auf der Leseliste steht, dann ja, möchte ich mir nicht verbieten, irgendwie das dann zu lesen, weil es nicht auf der Leseliste steht. Also grundsätzlich möchte ich versuchen, da einfach wieder so ein bisschen mehr auf mein Bauchgefühl zu hören, weil ich hoffe, dass ich dadurch einfach ja, mehr zum Lesen komme. Jetzt aber zu den Büchern. 16 Stück an der Zahl. Wir haben ein bisschen was vor uns und ja, jetzt legen wir mal los mit dem ersten Buch. Das ist nämlich Falling Sky. Kannst du deinem Verstand trauen? Von Lina Frisch. Eine Jugenddystopie, die auch schon wirklich länger bei mir auf dem Stapel ungelesener Bücher liegt. Das Buch ist 2020 erschienen und ich habe mir das irgendwann dann mal gebraucht gekauft. Das Buch ist im Koppenrad Verlag erschienen. Hier steht nicht drauf, was es neu kostet. Das würde ich eventuell sonst nachrecherchieren und unten einblenden. Und Lina Fritsch ist, soweit ich weiß, eine deutsche Autorin. Genau, es ist also demnach nicht übersetzt. Und in dieser Geschichte hier, ja, geht es um Sky, wie der Titel auch schon sagt. Die Welt, in der Sky lebt, ist eine ganz besondere, denn es gab eine riesige Katastrophe in den USA und seitdem sind sie eine gläserne Nation. Das heißt, es gibt keine Diskriminierung, keinen Populismus und keine impulsiven Entscheidungen.
denn alle Menschen werden in Ratio oder Senso eingeteilt und die Sensos, also die emotionalen, unterliegen strengen Auflagen. Das heißt, die Menschen, also die gesamte Gesellschaft wird eingeteilt in rationale oder emotionale. Und Sky ist vollkommen sicher, dass sie eine total rationale ist und dementsprechend in der Prüfung auch so eingeteilt wird. Doch dann findet sie die Prüfung sehr verstörend und fragt sich, wozu diese Prüfungen tatsächlich dienen. Sie fragt sich ebenfalls, wer der mysteriöse Testleiter ist, der ihr immer folgt und wohin die Mädchen verschwinden, die im täglichen Ranking abfallen. Hier steht hinten noch als letzter Satz: Zu ihrem Entsetzen muss Sky erkennen, wer in den gläsernen Nationen den Preis für die neue Ordnung zahlen soll. Sie selbst. Es klingt total spannend und ich habe auch wirklich total Lust, mal wieder auf so eine klassische jugenddystopische Geschichte. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es ist kein Einzelband. Ich glaube, es gibt noch weitere Bände in der Reihe. Wenn ihr das wisst, schreibt mir das super gerne in die Kommentare. Das wäre nämlich klassisch so ein zweiter Band, den ich mir dann gerne aus der Bücherei ausleihen würde. Ja, weil ich die jetzt, glaube ich, nicht unbedingt hier bräuchte, die ganze Reihe. Oder wenn sie mich so überzeugt, dass ich sie haben möchte, könnte ich sie mir immer noch kaufen, den zweiten Band. Wie gesagt, auf der Leseliste ist jetzt erstmal der erste Band gelandet und auf den freue ich mich wirklich sehr doll, wobei ich das Cover jetzt irgendwie nicht so cool finde. Aber es geht ja um den Inhalt und der klingt wirklich sehr vielversprechend. Im Übrigen vielleicht doch noch ein kleiner Erklärungseinschub. Wenn jetzt zum Beispiel ja, dieser Zufallsgenerator der App, wenn der jetzt einen, was weiß ich, dritten oder vierten Band gewürfelt hat und habe die Reihe angefangen, aber zum Beispiel den zweiten Band noch nicht gelesen, dann habe ich es jetzt so gemacht. Ich muss mal gucken, ob ich es in Zukunft auch so handhabe, dass ich mir dann die gesamte Reihe auf die Leseliste gepackt habe. So ist es nämlich zum Beispiel im nächsten Fall. Die Bücher zeige ich euch dann auch direkt zusammen, nämlich die Reihe von Josi Wismar. Denn das sind Band 2 und 3 der Emberforce-Reihe und den ersten Band habe ich schon gelesen. Und ich glaube, die App hatte mir den dritten Band hier vorgeschlagen und ich dachte dann, okay, dann packe ich mir direkt Band 2 und 3 auf die Liste. Wie gesagt, den ersten Band habe ich schon gelesen und ich glaube, der war 2022 mein Leseflop des Jahres. Ich fand den ersten Band wirklich überhaupt nicht gut. Als ich den gelesen hatte, hatte ich aber Band 2 und 3 schon hier oder zumindest vorbestellt, sodass ich die Bände dann jetzt trotzdem lesen werde. Aber meine Erwartungen sind nicht allzu hoch tatsächlich. Und ich hoffe einfach, dass ich die lese und dann mit der Reihe und wahrscheinlich auch mit der Autorin abschließen kann. Was mir schon irgendwie leid tut, aber der erste Band hat einfach überhaupt nicht in meinen Geschmack getroffen. Aber vielleicht ändert sich das ja auch. Hier im zweiten Band treffen wir auf Lexi. Die lernen wir im ersten Teil auch schon kennen und ich fand sie unfassbar nervig und unsympathisch tatsächlich. Sie ist jemand, ja, die ihr Leben in Emberforce total genießt. Sie liebt ihr Studium. Sie verbringt viel Zeit mit ihren Freunden. Sie geht gerne feiern und Party machen. Die einzige Regel, die sie hat, Männer bleibt nicht länger als eine Nacht. Könnte ich schon kotzen, aber wird sie ihre Gründe für haben? Dann trifft sie auf Nate. Ja, der irgendwie kurz davor ist, ihre emotionalen Mauern einzureißen, denn er möchte mehr als nur ein One-Night-Stand mit ihr und er kämpft um sie, doch Lexi wird von ihrer dunklen Vergangenheit eingeholt. Surprise, surprise. Nein, ich bin gemein. Das Buch wird auf jeden Fall eine Chance von mir bekommen, obwohl der Klappentext mich jetzt wirklich nicht umhaut, weil es wirklich sehr klischeehaft und sehr 0815 klingt. Und wie gesagt, ich Lexi im ersten Teil schon nicht wirklich gern mochte. Nichtsdestotrotz werde ich das Buch auf jeden Fall lesen. Ich hoffe auch direkt im Januar. Im dritten Band hier, Worlds We Share, geht es um Tia. Ja, sie macht in Emberforce einen Neuanfang. Sie kommt aus Yale und hat keine guten Erinnerungen an Yale. Doch in Emberforce kann sie wieder durchatmen. Sie arbeitet im
im Buchladen und findet dort wieder zu sich selbst. Und sie trifft dort, ja, hat dort neue Freundinnen gefunden, nämlich M und Lexi. Also die Lexi aus Words You Need. Und ich glaube, M ist die Protagonistin aus dem ersten Teil, der heißt Words I Need. Words We Need, Words I Need. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Genau, die drei freunden sich also an und dann trifft sie auch auf Jake. Ja, ihr Glück scheint perfekt, als sie Jake kennen und lieben lernt, doch dann steht seine Leidenschaft fürs Schwimmen. Nee, ausgerechnet. Moment. Aber ausgerechnet die Leidenschaft der beiden fürs Schwimmen steht ihrer Liebe immer wieder im Weg. Meine Erwartungen sind einfach sehr, sehr niedrig, aber vielleicht können diese Bücher mich überraschen. Und ich möchte die Reihe einfach auch unbedingt abschließen. Dann habe ich hier von F. Scott Fitzgerald Der große Gatsby mit Illustration von Robert Nippold. Das Buch ist bei mir eingezogen und direkt auf die Leseliste gewandert, weil ich da an der Tür, ihr könnt es nicht sehen, habe ich mir dieses Poster gekauft, was es in den Buchläden gibt, 99 Bücher, die man gelesen haben muss. Weil ich, also hab, ich habe es mir damals gekauft, weil ich zum einen einfach gerne noch ein bisschen Deko hier für den Raum haben wollte und weil ich das ganz cool fand, irgendwie um nochmal ein paar Inspirationen zu bekommen, weil da natürlich auch sehr klassische Werke bei sind und einfach ja Bücher, die sehr bedeutsam waren oder auch sind. Und das fand ich einfach ziemlich cool. Dann habe ich mir tatsächlich überlegt, dass es doch eine coole Sache wäre, jeden Monat ein Buch von diesem Poster zu lesen. Und weil ich ein kleiner Monk bin, werde ich oben in der Ecke, oben links in der Ecke anfangen und mich nach unten rechts durchlesen, sage ich mal. 99 Bücher, ihr könnt euch selber ausrechnen, wie lange ich brauche, wenn ich jeden Monat eins lese. Aber, und das fand ich dann irgendwie eine ganz coole Idee, ich habe mir überlegt, dass ich dann jeweils zu diesen Büchern von dem Poster, die ich gelesen habe, eine ausführlichere Buchbesprechung hier auf meinem Kanal machen möchte. Jetzt nicht in Form irgendwie einer Analyse oder so, dafür bin ich einfach nicht fachlich nicht gut aufgestellt, sondern einfach so ein bisschen meine Gedanken und Ideen und vielleicht auch mal Spoiler zu einem Buch. Ja, die ich in so einem Video einfach so ein bisschen mit euch besprechen möchte. Ja, das fand ich einfach irgendwie ganz cool, sich mal intensiver gerade mit solchen Werken zu beschäftigen, die halt wirklich sehr bedeutsam sind. Die halt nicht einfach so wegzulesen, sondern sich da wirklich Zeit zu nehmen. Ich habe mir das jetzt hier in 4 Wochenabschnitte unterteilt, das Buch. Und werde das dann nach und nach lesen und meine Gedanken dann in einem ausführlicheren Video zum Ende des Monats mit euch teilen. Aber worum geht es überhaupt? Das Ganze spielt im Jahr 1922. Wir treffen den jungen Millionär Jay Gatsby, ja, der sich auf seinem super tollen Anwesen mit der New Yorker High Society amüsiert und eben Spaß und Zerstreuung sucht. Doch eigentlich hat er überhaupt kein Interesse an diesen Festen, sondern verbirgt damit die tiefe Sehnsucht nach einer Frau, die für ihn unerreichbar ist. Diese Sehnsucht geht so weit, dass sie zur Besessenheit wird. So zumindest steht es auf dem Klappentext. Ich finde, das klingt tatsächlich sehr, sehr spannend. Ich habe in der Zeit, glaube ich, noch kein Buch gelesen, was in der Zeit spielt. Es gibt ja auch einen Film dazu mit Leonardo DiCaprio, ist der, glaube ich, den ich mir dann auch ganz gerne anschauen möchte. Und können wir bitte einmal darüber sprechen, wie wunderschön diese illustrierte Koppenrad-Ausgabe ist? Also, ich habe mich tatsächlich sehr bewusst für diese Ausgabe entschieden, weil ich wusste, dass ich mir das Buch halt kaufen möchte, wegen dem Plakat und wegen dem Video. Und dachte dann, ja, wenn, dann kaufe ich mir direkt auch diese wunderschöne goldgeprägte Ausgabe. Ja, die auch wirklich einfach ein Hingucker ist. Und jetzt hoffe ich, dass der Inhalt,
mich auch überzeugen kann. Mehr dazu seht ihr dann, also im Lesemonat wird es natürlich auch kurz angeschnitten, aber dann im ausführlichen Monatsvideo. Dann habe ich hier eine Dilogie auf der Leseliste, nämlich Cold Princess und Fire Queen, beide von Vanessa Sangyu. Ich hoffe, man spricht sie so aus. Das ist ein Buch meiner 24 für 2024 Liste. Da mache ich auch noch ein Video zu. Schaut da gerne vorbei, wenn ihr das Video seht und das 2024 Video ist schon online. Das ist nämlich eins der Bücher, was auf der Liste stand und ich dachte mir, bei einer Dilogie wäre es ganz schick, hier den zweiten Band einfach direkt mit drauf zu nehmen. Die sind auch, sieht man das überhaupt? Die sind nicht besonders dick, das heißt, ich hoffe, dass man die sehr gut weglesen kann, weil die auch einfach schon sehr, sehr lange bei mir stehen. Das ist eine Dark Romance-Geschichte. Wir treffen hier auf Saphira. Sie ist Erbin einer mächtigen Mafia-Familie, und darf sich deswegen keine Schwäche erlauben. Sie musste mit ansehen, wie ihre Familie bei einem Attentat ums Leben kam und ja, zeigt sich seitdem stark, unnachgiebig und furchteinflößend. Der Einzige, der hinter ihre Fassade blickt, ist Maddox Caruso, neuestes Mitglied ihrer Leibwache, denn für ihn hegt sie tiefere Gefühle, als sie sich eingesteht. Ja, vielleicht so viel. Im zweiten Band hier geht die Geschichte weiter. Klingt ganz cool mit diesem Mafia-Aspekt. Das hat mich damals schon interessiert und ich glaube, das hat auch ganz gute Rezensionen damals bekommen, das Buch. Es liegt aber einfach schon so unfassbar lange hier rum und ich bin total froh, wenn das dann im Januar von meinem Sub runterwandert. Ebenfalls von meiner 24 für 2024 Liste ist Töchter der Hoffnung, die Bodenseesaga von Maria Nicolai. Das ist ein historischer Roman. Das Ganze spielt 1917 in Meersburg am Bodensee. Dort treffen wir auf Helena und ihre Schwestern, deren Eltern den Lindenhof führen. Ein Ort voller idyllischer Kindheitserinnerungen. Doch 3 Jahre Krieg haben Spuren hinterlassen. Es kommen keine Gäste mehr. Der Vater Gustav ist an der Front und ja, die Mutter regiert mit eiserner Hand, so steht es auf dem Klappentext. Ja, doch trotz dieser Zeit lässt Helena der Gedanke nicht los, den Lindenhof zu neuem Leben zu erwecken und zu einem Grand Hotel auszubauen. Dann ist es so, dass ein junger Adliger sich einmietet und dadurch erwachen Helenas ja, Kräfte und Mut. Nochmal zum Neuen und sie möchte den Traum, den Lindenhof eben zu neuer Größe zu verhelfen. Ja, einfach nochmal werden dann neu erweckt, eben durch diesen jungen Adligen, der dort absteigt. Was dann passiert, wir werden es lesen. Es ist relativ dick tatsächlich. Ich weiß gar nicht, wie viele Seiten es hat. Oh, hier ist noch eine Leseprobe drin. 570 Seiten, das ist auf jeden Fall ordentlich. Von der Autorin habe ich auch schon den ersten Band von Die Schokoladenvilla gelesen. Das ist die erste Reihe von ihr, die erschienen ist. Der erste Band damals hat mir sehr gut gefallen und Band 2 und 3 ja, sind noch ungelesen, leider. Nichtsdestotrotz habe ich jetzt dieses Buch hier auf der Leseliste und ich weiß gar nicht, es ist auf jeden Fall eine Reihe. Ich weiß aber nicht, ob die weiteren Bände schon erschienen sind. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, wenn ihr das wisst. Ja, dann habe ich eine weitere Reihe bzw. den Abschlüsse auf der Leseliste, nämlich Band 2 und 3 von Die Kane-Chroniken. Band 2 ist dieser hier, der Feuerthron, geschrieben von Rick Riordan. Der ersten Band habe ich 2023 gelesen, glaube ich, habe ich so im Kopf. In der Geschichte geht es um ägyptische Mythologie und wir haben hier zwei Geschwister. Ich glaube, sie sind Zwillinge. Soweit ich, habe ich es richtig im Kopf? Ich meine, sie sind Zwillinge, nagelt mich nicht drauf fest. Und ja, deren Vater verschwindet bei einer ja, Heraufbeschwörung oder Wiederbelebung eines ägyptischen Pharaos, Gottes, glaube ich, ich weiß gerade nicht mehr welcher.
Und die beiden machen sich dann auf die Suche eben nach ihrem Vater. Und es ist was ganz Besonderes, weil es eben diese ägyptische Mythologie aufgreift, die ich sehr, sehr faszinierend finde und sehr spannend. Und ich habe tatsächlich noch nie was in die Richtung gelesen. Und Rick Riordan hat einen super coolen Schreibstil, der ist super witzig. Macht super viel Spaß, seine Geschichten zu lesen. Und ja, deswegen bin ich ganz froh. Ich habe nämlich dann jetzt hier den zweiten Band auf der Liste. Genauso wie den dritten Band, Der Schatten der Schlange. Da geht die Geschichte nahtlos weiter. Und dann habe ich mir auch noch so ein Zusatzband direkt mit auf die Liste genommen, nämlich von Rick Riordan, Percy Jackson auf Monsterjagd mit den Geschwistern Kane. Also quasi ein Zusammenschluss zwischen hier Kane-Chroniken und der Reihe rund um Percy Jackson. Auch sowas finde ich eigentlich mal ganz cool und süß, sowas zu lesen. Das ist wirklich dünn, das wird sich, denke ich, sehr, sehr schnell weglesen lassen. Deswegen dachte ich, ja, kann ich das direkt auch noch mit auf die Leseliste nehmen, weil ich ja Percy Jackson die Reihe abgeschlossen habe und Kane-Chroniken dann auch. Und dann dachte ich, kann ich diesen Zwischenband hier oder Zusatzband direkt auch noch lesen. Ja, dann habe ich hier nochmal zwei Bände einer Reihe. Ihr seht, ich habe wirklich versucht, auch direkt komplette Reihen oder Reihenabschlüsse mit auf die Liste zu nehmen, eben ja, um diese Reihen dann auch zu beenden. Wobei ich mir bei der nächsten Reihe tatsächlich nicht sicher bin, ob die mit diesen Bänden, die ich jetzt hier habe, abgeschlossen ist. Ich habe nämlich gesehen, dass da nochmal irgendwie was erschienen ist und weiß aber nicht so richtig, ob das dazugehört, ist es, ob das eine neue Reihe ist. Schreibt mir auch das gerne in die Kommentare. Ich habe nämlich A Touch of Ruin von Scarlett St. Clair und A Touch of Malice, also Band 2 und 3 der Reihe auf der Leseliste. Den ersten Band habe ich schon gelesen und der hat mir auch ganz gut gefallen. Wir haben hier im Prinzip eine Neuerzählung der Geschichte rund um Hades und Persephone, die sich im ersten Band, ich weiß nicht mehr genau wie, kennenlernen und irgendwie einen Handel miteinander eingehen, von dem am Ende irgendwie beide profitieren oder gehen sie in eine Wette ein. Ich weiß es leider nicht mehr so hundertprozentig. Ich müsste auf jeden Fall nochmal kurz in den ersten Band, glaube ich, reinlesen, denn die Geschichte geht hier fortlaufend weiter. Ich fand den ersten Band gut, der hat mir gut gefallen. Deswegen, ja, bin ich ganz happy, dass ich diese beiden Bände jetzt noch auf der Leseliste habe. Und wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr wisst, ob die Reihe damit abgeschlossen ist. Dann habe ich eine absolute Sub-Leiche auf der Leseliste. Ich weiß nicht, wie lange dieses Buch schon bei mir rumsteht. Nämlich Liebe ist was für Idioten wie mich von Sabine Schoda. Das ist eine Jugendgeschichte, Jugend-Romance-Geschichte rund um Vicky, die ja, irgendwie total bekifft mit Jay Ferretti im Bett landet. Der ist, ja, beliebt, der beliebteste Junge an der Schule, spielt in der Band, aber auch berüchtigt dafür, regelmäßig Frauen abzuschleppen. Ja, und die beiden landen irgendwie gemeinsam im Bett, doch am nächsten Morgen kann Vicky sich an nichts erinnern und ja, irgendwie stellt sie sich die Frage, ob sich da doch tiefere Gefühle entwickelt haben für jemanden, den sie eigentlich absolut verabscheut. Es klingt ganz süß. Ich hoffe, dass sich das gut weglesen lässt. Das Cover ist nicht so ganz mein Fall, aber der Inhalt klingt tatsächlich ganz niedlich. Es ist auch wirklich schon länger erschienen, glaube ich. Ja, es ist von 2015. Ganz so lange steht es hier, glaube ich, noch nicht, aber trotzdem sehr, sehr lange und ich würde mich sehr freuen, wenn ich es im Januar beenden würde. Dann habe ich hier noch auf der Liste zwei Bücher von einer Autorin, von der ich meine, dass sie nicht zusammengehören. Nichtsdestotrotz habe ich dann so ein bisschen recherchiert und zwei Bücher der Autorin habe ich schon gelesen und diese zwei hier eben noch nicht. Und dann habe dann so gedacht, ich nehme sie einfach beide mit auf die Leseliste und zwar von Lori Nelson Spielman, Heute schon für morgen träumen und nebenan warten die Sterne. Die ersten beiden Bücher der Autorin, die ich gelesen habe, Morgen kommt ein neuer Himmel und Nur ein Horizont entfernt,
Fand ich super dramatisch und emotional. Die haben mir beide sehr, sehr gut gefallen. Hier in diesem Buch geht es um Annie. Ihre Schwester Kristen ist bei einem Zugunglück gestorben und ja, da bricht für sie eine Welt zusammen und sie macht sich totale Vorwürfe, denn eigentlich hätte sie mit in diesem Zug sitzen sollen, damit die beiden gemeinsam zur Uni fahren. Sie sucht dann Trost bei ihrer Mutter Erika, doch die flüchtet sich in Arbeit, kann nicht so richtig auf Annie eingehen und die fragt sich eben, was mit ihrer liebenden Mutter passiert ist, ja, die eigentlich immer Rat wusste und ihr ja ein so ansteckendes Lachen hatte und ja, die die Familie immer so zusammengehalten hat. Erika wiederum weiß überhaupt nicht, wohin mit ihrer Trauer rund um ihr Kind. Ja, sie möchte vor Annie keine Schwäche zeigen, doch dann ist es so, dass Annie spurlos verschwindet. Und für Erika ist klar, dass sie sie auf jeden Fall finden muss, denn sie möchte nicht noch eine Tochter verlieren. Klingt super dramatisch und super emotional und ich erhoffe mir sehr, dass das ja, in die Fußstapfen der anderen beiden Bände der oder Bücher der Autorin treten kann. Genauso wie bei diesem Buch hier. Das geht so ein bisschen inhaltlich in eine andere Richtung, denn wir haben hier Emilia, die gemeinsam mit ihrer Großtante Poppy vom New Yorker Flughafen aus nach Italien reist. Denn ihre Tante hat sie eingeladen und Emilia ist eigentlich jemand, die ja Ängste hat, sie fragt, warum sie diese Reise überhaupt antritt mit ihrer Tante, die sie ewig nicht gesehen hat. Poppy ist wiederum eine alte Dame, behängt mit verrückten Modeschmuck und jetzt hat die Aufnahme gestoppt und ich weiß nicht, wo ich aufgehört habe. Poppy wiederum ist eine verrückte, bunte alte Dame mit bunten Tüchern und verrücktem Modeschmuck und ihr ist halt wichtig, das Leben in vollen Zügen zu genießen, Erfahrungen zu sammeln und sich treu zu bleiben. Ja, und die beiden sind halt total gegenteilig, so klingt zumindest auf dem Klappentext. Und da wird vermutlich eine ganz, ganz tolle Dynamik entstehen, auf die ich mich total freue. Und ich glaube, das wird weniger emotional, aber einfach erhoffe ich mir eine coole, flippige Geschichte. Und das letzte Buch auf meiner Leseliste für den Januar ist Worlds Collide von Annabel Steel. Ich habe mittlerweile echt Schwierigkeiten mit diesen ganzen englischen Titeln. Die lassen sich für mich immer nur sehr schwer aussprechen. So, jetzt war auch noch die Speicherkarte voll, wobei ich mich frage, wie das passieren kann, aber gut. Jetzt aber zum letzten Buch, Worlds Collide von Annabel Steel. In der Geschichte geht es um Fiona. Sie ist erfolgreiche Beauty-YouTuberin in England und reist von Event zu Event und wird bald ihre eigene Make-up-Linie herausbringen. Doch sie ist ja, in nicht ganz so glamourösen Verhältnissen aufgewachsen. Ihre Familie war immer finanziell sehr schwach und so nutzt sie jetzt ihre Reichweite, um auch anderen zu helfen. Doch ihr gutes Image gerät ins Wanken, als ein anderer YouTuber, nämlich Damien, einen Skandal aufdeckt, an dem Fiona beteiligt ist. Fiona möchte auf einer Convention auf jeden Fall ihren guten Ruf wiederherstellen, doch bei einem Panel, an dem sie teilnehmen soll, sitzt ausgerechnet Damien neben ihr. Es trifft auf jeden Fall die Thematik der heutigen Zeit, was so YouTube und Influencer und Content Creator angeht. Ich habe gesehen, ich hatte das auch schon mal angefangen und hatte sogar schon zwei Drittel gelesen. Ich muss mal schauen, ob ich da so wieder einsteigen kann oder ob ich nochmal von vorne beginne. Wobei ich jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, eigentlich schon noch so ziemlich genau weiß, was passiert ist. Das heißt, ich könnte mir auch vorstellen, dass ich einfach hier weiterlese.
Ich kann euch ehrlich gesagt nicht sagen, warum ich damals aufgehört habe, aber jetzt im Januar wird das Buch hoffentlich gelesen. Ja, das war nicht ganz so einfach mal wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es passt jetzt alles und ich habe nicht wieder irgendwelche Probleme gleich im Schnitt, weil ich weiß nicht, ob ich motiviert bin, das Ganze noch ein drittes Mal aufzunehmen. Schreibt mir sehr, sehr gerne unten in die Kommentare, ob ihr euch Leselisten macht, also ob ihr euch bewusst Bücher raussucht, die ihr in den Monaten lesen wollt. Oder ob ihr das eher nach und nach entscheidet. Wie gesagt, ich wollte das jetzt einfach nochmal probieren. Ich weiß nicht, ob ich das das ganze Jahr über immer mache. Es ist jetzt einfach mal ein Versuch, die Auswahl einfach ein bisschen einzugrenzen. Und ich bin einfach sehr gespannt, ja, wie ich damit so zurechtkomme. Und ihr seht dann im Lesemonat Januar, welche Bücher ich davon gelesen habe. Jetzt bleibt mir nicht viel mehr, als euch noch einen wunderschönen Tag zu wünschen. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr in meinem nächsten Video wieder einschaltet. Bis dann!